Ich wollte schon immer wissen, wo der Bruder Abu Maher sein islamisches Wissen erlangt hat. Gar nicht. Abu Maher hat kein islamisches Wissen, ein bisschen hier, ein bisschen da, Copy-Paste. Nein, ein bisschen haben wir Islam studiert. Wir waren in Holland bei Sheikh Abu Sa'ib in Tilburg, haben wir ein bisschen was gelernt, dann haben wir ein bisschen hier und da von Gelehrten. Ja, nee, das waren nur Kassettenzeiten. Kassettenzeiten, Sheikh Al-Athaymin, Sheikh Al-Bani, Sheikh bin Baz, so, das waren so gelernt. Ein paar Mashayikh, von denen man hier was gelernt hat, hier und da, aber kein großes Wissen. Kein großes Wissen merkt man natürlich, dass wir nur Wu'ab geworden sind, Ermahner, die Mau'idha geben. Haben das Studium irgendwann, habe ich. Abgebrochen wegen vielen Versuchungen, Fitnen. In erster Linie habe ich mein Studium abgebrochen. Es gab große Fitna von den Mandachila, diese Amatrali-Sekte, die haben alles kaputt gemacht und da habe ich mein Studium tatsächlich dann geschmissen. Ja, also richtiges islamisches Wissen wird ja woanders, nicht bei mir. Ich kann ein bisschen Mau'idha euch erinnern oder so, aber viel habe ich nicht. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.